Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte heute mal wieder über ein etwas ernsteres Thema mit euch sprechen, weil ich weiß, dass es viele von euch da draußen beschäftigt und mich auch für eine sehr, sehr lange Zeit beschäftigt hat und zum Teil auch immer noch beschäftigt, nämlich das Thema Vergleichen. Vergleichen kann man sich heutzutage ziemlich leicht durch Social Media, weil man da einfach Zugriff auf so, so viele Daten von so, so vielen Menschen hat und so, so viele Lebensstile von so, so vielen Menschen. Und da ist es natürlich so, dass man sich auch schneller dann mal vergleicht mit diesen Menschen. Vor allem, wenn man sieht, dass die erfolgreich sind, dass die hübsch sind, dass die, keine Ahnung, besonders schlank sind, besonders sportlich sind. So, das sind einfach sehr starke Trigger-Punkte, mit denen man sich vergleicht schnell und sich dann dadurch minderwertig fühlt, schlecht fühlt und sich fragt, ob man Dinge überhaupt richtig macht im Leben und ob der Weg, den man geht, der richtige ist. Und hier kann ich schon mal einen Spoiler vorwegnehmen. Ja, Leute, geht euren Weg, denn nur euer individueller Weg ist der richtige für euch. Das hättest du schon mal vorweggenommen. Das ist nämlich die Essenz dieses Videos, dass nur jeder individuelle Weg der richtige für einen individuellen Menschen ist sozusagen. Ich möchte jetzt aber erstmal anfangen zu erzählen, wie das bei mir war, wo das bei mir besonders stark war mit dem Vergleichen und ja, wie ich da rausgekommen bin aus dieser Vergleichsspirale, wie ich das geschafft habe, meinen Standpunkt im Leben zu finden und hinter diesem Standpunkt zu stehen und nicht nur nach links und rechts zu gucken, sondern auf mich zu gucken. Natürlich nicht auf einer egoistischen Ebene, sondern in Bezug auf meine Lebensführung, auf mein Essen, auf mein Sportverhalten. Genau, all das sind Dinge, die nur euch selber ausmachen und wo ihr wirklich immer auf euch gucken müsst und darauf gucken müsst, was euch gut tut. Zu meiner Vorgeschichte dazu, zum Thema Vergleichen. Ich hatte es immer extrem, dass ich mich vor allem gerade nach meinen Klinikaufenthalten immer sehr stark mit meiner Mutter verglichen habe. Gerade weil meine Mutter auch eine sehr, wie sagt man, einen sehr bewussten Lebensstil führt, nicht viel viel Sport macht, auch allgemein nicht wirklich viel isst, muss ich ehrlich sagen. Ist halt einfach bei ihr so. Sie isst halt nicht viel, macht viel Sport und nascht nicht. Das ist ihr Lebensweg, den sie geht. Klar, ist das ein extremer Trigger, wenn man aus einer Klinik kommt, einen festen Essensplan hat sozusagen mit normalen Mengen, normal großen Mengen würde ich jetzt mal so sagen. Das ist jetzt nicht überdimensional viel, aber ja doch, auf jeden Fall mehr als meine Mama gegessen hat, so sage ich jetzt mal. Und natürlich auch am Anfang, nach der Klinik bin ich auch nicht zum Sport gegangen, habe keinen Sport gemacht, sondern musste diesen Plan befolgen und diese Struktur, die ich in der Klinik hatte, auf mein normales Leben projizieren. Das wäre natürlich einfacher, wenn die Leute um einen herum diese Struktur mitleben und wie gesagt, man diese Sicherheit, die man in der Klinik hatte, weil alle um einen herum das Gleiche gemacht haben, dort auch hat. Hatte ich nicht und haben die meisten nicht, wenn sie aus Kliniken kommen. Und da ist es wirklich unglaublich wichtig, dass man sich abgrenzt und nicht mit den Essensmengen der Menschen um einen herum vergleicht. Weil die, wie gesagt, haben ganz andere Bedürfnisse als ihr in der Situation. Ihr habt eine ganz andere Vorgeschichte als diese Menschen und ihr müsst darauf achten, dass ihr genug esst und auf euch und eure Bedürfnisse hört und dieser Struktur folgt. Das ist euer Standpunkt in dem Moment. Die anderen um euch herum haben einen anderen Standpunkt. Und das muss man sich immer vor Augen führen. Die Menschen leben ihr Leben und ihr müsst euer Leben leben. Und ihr müsst gerade, wenn ihr zum Beispiel aus Kliniken kommt, erstmal für euer Leben kämpfen und erstmal dafür sorgen, dass ihr mental stabil werdet. Und je stabiler ihr auch mental werdet, desto einfacher, sage ich euch jetzt wirklich, wird es auch zu sagen, okay, die leben ihr Leben, ich lebe meins und ich vergleiche mich nicht mit dem. Und lass mich vor allem, natürlich können die Gedanken kommen mit dem Vergleichen, so warum muss ich jetzt 3 Scheiben Brot zum Abendbrot essen, meine Mama isst nur eine halbe so. Oder warum musste ich jetzt diese 3 Scheiben Brot essen, meine Mama nur eine halbe und sie geht jetzt sogar noch zum Sport und ich gehe nicht zum Sport. So, das sind natürlich Trigger. Diese Trigger dürfen nicht euer Handeln beeinflussen. Natürlich kommen die Gedanken bei mir zum Teil auch noch. Aber bei mir ist jetzt der Unterschied, dass ich sage, okay, ja, das ist jetzt gerade ein bisschen doof, ein kleines Dilemma im Kopf, aber stopp. Ich lebe mein Leben, die leben ihr Leben. Ich brauche das jetzt einfach und ich möchte vielleicht jetzt so einfach abends mal eine Packung Chips essen. Und die vielleicht nicht, okay, aber ich höre auf mich und mache das, was ich für richtig halte und esse diese Packung Chips. Weil mich das in dem Moment glücklich macht, weil mich das erfüllt, weil das mein Körper mir sagt und weil das einfach der Weg ist, den ich gehe. Andere Menschen gehen andere Wege. Da müsst ihr euch dann auch immer fragen, was es euch bringen würde, wenn ihr jetzt diesen Gedanken nachgeht. Also ihr sagt, okay, meine Mom isst nur eine halbe Scheibe Brot, dann esse ich auch nur eine halbe Scheibe Brot. Was würde euch das bringen? Absolut gar nichts. Im besten Falle werdet ihr dadurch wieder rückfällig, geht zurück in diese Krankheit hinein, werdet total unglücklich, unfrei und spontan, verliert wieder alle eure Freunde, eure Lebensfreude, eure Freiheit. Ja, das wäre das, wenn ihr diesen Gedanken nachgeht.
Und da könnt ihr euch jetzt mal ehrlich fragen, ob das das ist, was ihr wirklich wollt. Wollt ihr diesen Gedanken, die Oberhand über euch gewinnen lassen und nur weil eure Mom oder irgendjemand anders um euch herum gerade nicht isst oder weniger isst als ihr, ihr jetzt auch weniger essen müsst? Wenn man sich das jetzt mal rational anguckt, so, meine Mom steht da, ich stehe da, wir sehen komplett unterschiedlich aus. Unsere Körper funktionieren komplett, also nicht komplett unterschiedlich, aber schon unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Stoffwechsel, unterschiedliche Bewegungsverhalten, sage ich jetzt mal, unterschiedliche Sportroutinen. Das spielen so unterschiedliches Alter, kommt ja auch noch hinzu. Dann unterschiedliche Vorgeschichten. All das sind Aspekte, die natürlich Auswirkungen auf eure Bedürfnisse haben, auf die Signale, die euer Körper euch gibt, aber natürlich auch auf euch als Person im Allgemeinen. Gerade wenn ihr eine Vorgeschichte bezüglich psychischen Krankheiten hattet oder habt, ja, da müsst ihr wirklich, das ist so, so wichtig, einen Weg oder eine Beziehung zu euch selber finden. Klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber es ist wirklich so. Also ihr müsst für euch herausfinden, wer ihr seid, was eure Bedürfnisse sind, was eure Vorlieben sind, was euch gut tut, was euer Körper euch sagt und wie gesagt euren Standpunkt im Leben finden und den dann auch vertreten und euch wie gesagt nicht von anderen draußen beeinflussen lassen oder um euch herum beeinflussen lassen in Bezug auf Essensmengen, Sportroutinen, wie auch immer, denn ihr seid ihr und ihr müsst einen anderen Weg gehen als diese Menschen. Vergleichen kann man sich aber nicht nur mit den Menschen um euch herum sozusagen, sondern auch natürlich auf Social Media, denn da ist man umgeben von vielen, vielen Menschen, von vielen, vielen Lebensgeschichten und hört auch viele, viele unterschiedliche Meinungen, was richtig ist, was falsch ist, was Erfolg bringt, was keinen Erfolg bringt. Das ist so unterschiedlich und da gibt es 10 Milliarden Meinungen zu. Und da seinen eigenen Standpunkt weiterhin zu vertreten und seinen eigenen Weg zu gehen, ist schwer. Vor allem, wenn man natürlich sieht, die sehen gut aus, sie haben Erfolg, die haben viele Follower, natürlich auch Zahlen, damit vergleicht man sich auch immer extrem. Aber auch zum Beispiel, die isst sehr wenig oder die isst sehr viel. Das sind alles Dinge, mit denen man sich vergleichen kann. Und wie gesagt, Social Media hat man rund um die Uhr vor den Augen. Und da ist es wirklich unglaublich wichtig, erstmal natürlich seinen eigenen Standpunkt im Leben zu finden und dann zu gucken, was man selber braucht. Und diesen Standpunkt, auch wenn ihr euch auf Social Media umschaut und andere Leute anguckt, andere Leute inspirierend findet und so, aber nicht Lebensstile von anderen Menschen zu adaptieren oder Essensmengen zu adaptieren oder Sportsachen zu adaptieren, Bewegungsroutinen zu adaptieren. Denn wie gesagt, die machen das, was für sie richtig ist und ihr müsst darauf achten, was für euch richtig ist und was euch gut tut. Und ich weiß, dass es mir nicht gut tun würde, wenn ich bestimmte Influencerin nachahmen würde und deren Lebensstil adaptieren würde. Denn wo wäre, wenn wirklich jeder Mensch andere Menschen nachmacht, wo wäre die Varianz zwischen den Menschen? Wo wäre diese Individualität, die ja so ein schönes Gut, sag ich jetzt mal, in der Gesellschaft ist, dass jeder Mensch irgendwie anders ist und jeder Mensch unterschiedliche Standpunkte hat, unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Vorlieben, Gewohnheiten. Das sind alles Dinge, die uns bunt machen als Gesellschaft. Und wenn jeder irgendeinem Influencer nachahmen würde und das machen würde, was der macht, dann hätten wir keine Individualität mehr. Und ich finde gerade, was diese Gesellschaft und Social Media spannend macht, ist nämlich nicht, wenn irgendwie, ja wie gesagt, dieses Vergleichen, man adaptiert andere, sondern was ich auf Social Media toll finde, ist, dass man seinen eigenen Weg teilen kann, dass man Menschen mit, ja, motivieren kann, dass man Menschen, ja, inspirieren kann, aber nicht, dass man denen etwas vorlebt, was andere nachahmen müssen, so. Und mit inspirieren meine ich vor allem so Lebenseinstellungen, was man vom Leben hält, dass man das Beste aus seinem Leben macht, dass man, ja, irgendwie eine Beziehung zu sich selber findet und das auch auslebt und, wie gesagt, nicht, ja, andere Menschen adaptiert, sich mit anderen Menschen vergleicht und sich dadurch schlecht macht, sich dadurch fertig macht und sich dadurch minderwertig fühlt. Denn das ist einfach nur toxisch und tut einem nicht gut und macht einen einfach nur unglücklich. Also Leute, vergleichen bringt absolut nichts. Nicht bezogen auf Essensmengen, denn wie gesagt, jeder Mensch, jeder Körper ist anders, jeder Mensch braucht unterschiedlich viel, jeder Mensch bewegt sich unterschiedlich viel, braucht dadurch unterschiedlich viel. Da spielen so, so viele Aspekte eine Rolle. Deswegen findet heraus, was euch gut tut und ja, wie viel ihr einfach braucht. Und wie gesagt, bleibt da bei euch und lasst euch nicht von anderen um euch herum beeinflussen oder triggern. Denn wie gesagt, ihr geht euren Weg und ihr müsst gucken, dass ihr gesund werdet. Dann bezogen auf Sport, da habe ich ja auch schon mal ein Video zugedreht. Tut nicht oder macht keinen Sport, weil jetzt Influencerin XY gerade zum Sport gegangen ist oder gerade laufen war oder gerade einen Workout gemacht hat, sondern macht Sport, wenn ihr Lust darauf habt.
da ist nämlich wieder der Punkt, dass man auf sich und seine Bedürfnisse hört. Und wenn ihr, wenn euer Bedürfnis euch sagt, ihr habt jetzt gerade keine Lust auf Sport, sondern ihr möchtet irgendwie Netflix gucken, dann guckt Netflix. Wenn ihr Bock habt, Netflix zu gucken und eine Packung Chips zu essen, dann macht es. Weil wenn euer Körper das sagt und ihr Lust darauf habt, dann macht das. Denn nur auf sich und seine Bedürfnisse hören macht einen im Endeffekt glücklich. Und haltet euch natürlich auch immer vor Augen, was die Konsequenz wäre, wenn ihr diesen Vergleichsgedanken, diesen Triggerpunkten nachgeht. Wenn ihr wieder anfangt, okay, nee, XY läuft gerade, ich muss jetzt auch laufen. XY isst nur das und das oder nascht nicht, ich darf es auch nicht machen. Dann fallt ihr wieder zurück in die Krankheit und werdet wieder unglücklich und habt all diese ganzen Jahre voller Leid wieder. Wollt ihr das? Nein, ich glaube nicht. Und ich meine, jeder von euch hat es selber in der Hand, was ihr aus euren Gedanken macht. Wie gesagt, ich habe zum Teil auch noch diese Gedanken, wenn ich höre, mein Freund frühstückt nicht und ich habe aber ich bin total die Frühstücksperson und ich frühstücke. Wenn ich jetzt sagen würde, nur weil ich meinen Freund nicht frühstückt, frühstücke ich auch nicht. Was würde mir das bringen? Ich würde in dem Moment nur hungrig sein, wäre dann schlecht gelaunt, weil wenn man hungrig ist, wird man so hangry, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber dann hat man schlechte Laune, denkt die ganze Zeit nur ans Essen, weil man ja eigentlich jetzt gerade frühstücken würde. Und ja, dieser ganze Kreislauf, den man in dieser Krankheit hat, der würde zurückkommen. Und das wollen wir nicht. Und deswegen hört nicht auf diese Vergleichsgedanken, sondern sagt, okay, er hat jetzt vielleicht keine Lust zu frühstücken, isst vielleicht aber dafür später zwei Pizzen so gefühlt. Wisst ihr, was ich meine? Das gleicht sich im Endeffekt immer aus und jeder Mensch geht unterschiedliche Wege. Jeder muss für sich gucken, was er für richtig hält, was für ihn am besten ist und wie er natürlich glücklich im Leben wird. Und ich glaube nicht, dass man glücklich wird, wenn man irgendwelchen Leuten nachahmt, wenn man sich von diesen Triggern ja wieder beeinflussen lässt, wieder zurück in die Krankheit fällt. Ja, oder halt einfach keine Beziehung zu sich selber gefunden hat und nicht weiß, wo der eigene Standpunkt im Leben ist. Findet diesen Standpunkt, vertretet den und genau, guckt nicht nach links und rechts, sondern auf euch, was euch gut tut. Und tut das auch und lasst euch nicht von außen beeinflussen. So Leute, das waren jetzt wieder so ein paar random Gedanken. Ich habe das bei diesen ernsten Themen immer so, dass ich einfach meine random Gedanken mit euch zu diesem Thema teile und hoffe, dass ich euch damit ein bisschen helfen kann, euch ein bisschen die Augen öffnen kann und euch auch zeigen kann, dass ihr nicht alleine mit diesen Gedanken seid, sondern dass es wirklich ein gesellschaftliches Phänomen ist, dass man sich vergleicht. Gerade mit Essstörungen hat das natürlich auch immer noch einen anderen Hintergrund, aber wie gesagt, vergleichen ist menschlich, aber vergleichen soll einem nicht vom Glücklichsein abhalten und das müsst ihr verstehen, findet euren Standpunkt und genau, macht das, was euch glücklich macht und was euch gut tut. Wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen mit dem Video helfen. Lasst mir gerne ein Like da, falls euch das Video gefallen hat und natürlich auch ein Abo, damit ihr weitere Videos von mir nicht verpasst und genau, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Haltet bis dahin die Ohren steif, vergleicht euch nicht und genau, ciao Leute!